Beihilfe der Männer, ja, oft sogar gegen den Willen der Männer, sind die Frauen unter das sozialistische Banner getreten. Sie werden unter ihm kämpfen für ihre Emanzipation, für ihre Anerkennung als gleichberechtigte Menschen. Wie der Arbeiter vom Kapitalisten unterjocht wird, so die Frau vom Manne. Und sie wird unterjocht bleiben, solange sie nicht wirtschaftlich unabhängig dasteht. Das alte bürgerliche Familienverhältnis ist seinem Wesen nach darauf gegründet, dass der Mann als Erhalter und Ernährer der Familie gilt und der Herr der Familie ist, während die Frau in seinem Privatdienst, der innerhalb der Familie wirkt und unter dem Mann steht. Dadurch aber, dass infolge der Umwälzung im Produktionsleben die Frau als Berufsarbeiterin ökonomisch auf eigene Füße gestellt wird, stehen sich beide Gatten als gleichberechtigt gegenüber. Auf dieser Gleichberechtigung bauen sich die neuen sittlichen Beziehungen zwischen Mann und Weib in der Familie auf. Der gewaltige Kampf, in dem Riesenmassen gegen Riesenmittel stehen, heischt zwingend, dass Mann und Frau gemeinsam alle Kräfte und alle Tugenden ihres Wesens in ihn einsetzen. Er kann nur mit der Frau, nicht ohne sie, geschweige denn gegen sie, für das Proletariat siegreich durchgefochten werden.